Ja, hallo meine Lieben, tagtäglich wache ich auf, beobachte meine Gedanken, meine Gefühle, welches Thema ist denn heute da und wie geht es mir vor allem damit? Meist heißt der Gedanke Corona und wie bleibe ich zentriert und bewahre eben vor allem die nötige Distanz zu diesem allumfassenden Thema und vor allem auch dieser Dynamik, die einen immer wieder ziemlich hineinzieht. Neben den normalen Mainstream-Medien gibt es jetzt auch schon eine Unmenge an anderen Informationsquellen. Das geht über die alternativen Medien, sowie solchen YouTube-Kanälen, wie eben auch der meine eine ist, und natürlich die Kommentarmöglichkeiten, die man dabei hat, und natürlich auch Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram und was weiß ich, was es da alles noch gibt, wo man eben auch all diese Meinungen und Informationen verbreiten kann. Ja, bei dieser Informationsflut immer wieder klare Gedanken zu fassen, bei sich und zentriert zu bleiben, ist eine tägliche Herausforderung. Ja, für mich und auch für viele andere Menschen ist es in solchen Fällen immer entscheidend, ob ich die sogenannten Muster, meist eben psychologische Muster, erkennen und eben auch verstehen kann. Genauso gerne, wie ich bei einem Personalcomputer eben auch in Ansätzen zumindest verstehen möchte, wie das Ganze funktioniert und eben nicht nur reiner Anwender sein möchte. Ja, denn reine Anwender müssen ja eben auch schlussendlich immer alles glauben, was man ihnen eben auch sagt. Und deshalb verstehe ich einfach gerne, warum was so ist, wie es eben auch ist. Dann bin ich nicht nur vom Glauben, von der Spekulation und vielen anderen Meinungen abhängig. Es ist also nicht nur die Frage entscheidend, was und wie es passiert, sondern auch das, warum passiert es. Ja? Welche Persönlichkeitsstruktur steckt hinter den Entscheidungsträgern und vor allem, was genau treibt diese Menschen, wie zum Beispiel den österreichischen Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin, den Minister sowieso aus Bayern und auch natürlich die Wissenschaftler und sonstige, die jetzt ganz, ganz groß in der Öffentlichkeit präsent sind. Was treibt eben diese Menschen an? Vorweg aber noch eine Klarstellung, bevor es weitergeht. Ich bin überzeugt, dass alle Akteure in dieser Affäre aus bestem Wissen und Gewissen handeln. Was aber nicht heißen muss, dass dieses beste Wissen und Gewissen automatisch auch das Beste für mich ist und natürlich auch für dich und für viele andere Menschen. Natürlich interessiert mich, warum eben ein Land wie Schweden hier einen komplett anderen Kurs fährt als viele anderen europäischen Staaten und jetzt auch keine viel anderen Sterberaten und sonstigen prognostizierten Horrorszenarien hat. Doch diese Fragen und einiges mehr, meine Lieben, klären wir natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, hier bin ich wieder. Mein Name ist Geo von Geoleben TV und bewusst gesund bei Geo. Also skizzieren wir doch einfach mal, wie das Ganze angefangen hat. Und ja, eines noch vorweg, ich lasse Erklärungen, die meist als Verschwörung abgetan werden, weg und ganz bewusst außen vor, weil diese die Menschen auch meist mehr verwirren, in der Phase auch nicht sehr nützlich sind und sehr oft auch sehr spekulativ und vor allem emotional und auch mit dem Verstand sehr, sehr schwer zu integrieren sind. Was jetzt nicht heißt, dass ich alles, was wir uns nicht vorstellen können, als Verschwörung sehe. Also wieder zurück zum Skizzieren. Ein neuer Virus macht die Runde. In China soll er entstanden sein. China ergreift Vorsichtsmaßnahmen, zieht riesige Krankenhäuser in aller Kürze hoch, verschärft Maßnahmen, versetzt einfach punktuell Menschen in Quarantäne, macht Proben und so weiter und so fort. Einige Menschen sterben, das schwappt alles zu uns rüber. Es ist aber halt auch so, wie Menschen halt auch sonst sterben, nach wie vor können eben auch Chinesen nach Europa reisen. Ja, und in der Zwischenzeit fangen in Europa sich Wissenschaftler und Politiker an, sich Gedanken zu machen. Ein Virologe von der Charité ist besonders im Rampenlicht. Es werden Szenarien aufgrund von Modellrechnungen und ein paar Daten, die man halt so hat, einfach mal dargestellt. Wenig bis keine evidenzbasierten Dateien. Ja, und so werden dann Hochrechnungen, Spekulationen angestellt. Höchste Aufregung, mein Gott, mit diesem Virus sterben ja Menschen. Was sollen wir tun? Jetzt hat man herausgefunden, dass vor allem ältere, vorerkrankte Menschen sterben. Was
für eine Erkenntnis. Und aufgrund dieser Tatsache, dass eben auch ältere, vorerkrankte Menschen sterben, fängt das ganze Drama an. Auch hier klarstellen, natürlich ist es tragisch in jedem Fall, wenn jemand stirbt, egal ob er alt oder jung ist. Nur die Natur ist eben auch halt so, dass man, wenn man über 80 ist, einfach und dann auch noch krank ist, die Gefahr einfach sehr groß ist, dass man eben auch mal sterben muss. Aber weiter im Text. Wir haben nun vorwiegend auch gerade in Österreich einen sehr, sehr jungen Bundeskanzler, immer wie aus dem Ei gepellt. Auch der Söder in Bayern ist auch eher einer von dieser neuen Garde. Und diese wollen aus meiner Sicht natürlich auch zeigen, was sie eben so drauf haben. Das ist ganz normal in einer Gesellschaft, wo man eben auch durch Leistung okay ist, also Anerkennung bekommt und für keine herausragende Leistung halt eher nichts gewinnt und so gar nicht auf der politischen Ebene. Ja, da wir in einer Zeit angekommen sind, wo nur schnelle Ergebnisse zählen, quasi immer der schnelle Kick große Wertigkeit hat, müssen natürlich auch schnelle und stark wirkende Entscheidungen getroffen werden. Weiter kommt hinzu, dass Tod und mittlerweile auch Krankheit Tabuthemen sind. Das heißt, die Gesellschaft hat Angst vor dem Sterben und auch vor der Krankheit, was mich bei der Krankheit eben auch nicht wundert, da unsere Schulmedizin den Krankheiten nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hat. Wir zwar länger leben, doch wesentlich ungesünder sterben. Das kann sich dann schlussendlich auch ein jeder aussuchen, was ihm lieber ist. Ja, und so kommt es halt dann auch, dass wir nun so weit sind zu glauben, den Tod und die Krankheit aussperren zu können. Das funktioniert aber eben auch nicht. Ja, und es ist nun klar, dass ein Politiker genauso eine Persönlichkeitsstruktur aufweisen muss, nämlich zu glauben, dass es eben hilft, seine unbewussten Mängel, Ängste und Befürchtungen auszusperren. Und da das mit sich selbst aber nicht wirklich funktioniert, außer bei einem traumatischen Erlebnis, wo die Gefühle abgespalten und weggesperrt werden, muss man dann eben das im Außen veranstalten. Also sperrt man die Menschen ein, übergeht demokratische Rechte und Grundrechte und droht den Menschen noch mit unglaublichen Strafen und Sanktionen, was ja an und für sich absolut abstrus und rational in keinster Weise nachzuvollziehen ist. Ja. Der Leitsatz, ja, angemessen zu agieren, ist vollkommen außer Kraft gesetzt. Und das aufgrund dessen, dass hier angefangen von ein paar Wissenschaftlern, weiter ein paar politisch hochrangigen Entscheidungsträgern bis hinunter zum Volke. Persönlichkeitsstrukturen von übertriebener Angst zuerst vor einem neuen Virus, dann Angst vor Entscheidungen, dann Angst, nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen und Angst dafür, in die Verantwortung genommen zu werden. Ja, es kommen auch wohl narzisstische Anwandlungen hinzu, den Wunsch, sich zu zeigen als starken, entscheidungsfreudigen Menschen, der jetzt mal dafür sorgt, wie es mit dieser Gesellschaft weitergehen kann. Ja, sich auch immer als stark, vorbildhaft und vertrauenswürdig zu präsentieren, ist auch so ein Ding. Man könnte auch sagen, das Ego ist hier stark am Arbeiten. Man möchte sich etablieren, was ja im Augenblick bei den Umfragewerten, zumindest bei Kanzler Kurz, sichtbar ist. Und wie es in einer Zeitung, in einer renommierten Zeitung auch gestanden ist, der Kanzler Kurz lernt jetzt quasi eben mit diesem autoritären Stil sein Land zu regieren. Ja, wie repräsentativ diese Umfragen auch sein mögen, sei einfach mal dahingestellt. Fakt ist, dass sich Herr Kurz durch diese Werte bestätigt fühlt, das Richtige eben zu tun und diese Linie des starken, bestimmten autoritären Stils einfach beibehalten wird. Doch es muss klar sein, das sind sehr kurzfristige Werte. Kurzfristige Werte, ein schönes Wortspiel, finde ich. Umso länger das Ganze jedoch dauert, umso mehr wird es wohl auch die Menschen erreichen, die jetzt selbst noch aus der Angst, aus einem Mangel alles als unglaublich gut heißen und jetzt einfach jemanden brauchen, der quasi die starke, heilsbringende Rolle spielt. Quasi einen Papa, der uneingeschränktes Vertrauen hat und der es schon richten wird. Doch steigende Arbeitslosigkeit, steigende Armut, psychische und seelische Probleme werden sich nicht auf Ewigkeiten mit Durchhalteparolen einsperren lassen.
Ja, Fakt ist, dass klar zu erkennen ist, dass wir nach wie vor in Unsicherheit gehalten werden. Das erkennt man bei Meldungen, die da eben lauten, leichter Rückgang bei Infizierungen oder der Mortalitätsrate, aber bleiben Sie weiter zu Hause. Wir sind noch lange nicht über den Berg oder egal wie man es einfach auch ausdrückt, jegliche Verbesserungen, die sich ja nun nicht mehr verheimlichen lassen, Gott sei Dank sprechen die Zahlen eine komplett andere Sprache. Und nichtsdestotrotz lassen die Politiker nichts unversucht nach wie vor zu warnen, die Rute ins Fenster zu stellen. Wir müssen uns auf eine andere Art des Urlaubs einstellen. Oder noch ist keine Entwarnung. Bleiben Sie zu Hause. Der Virus wird erst in 2 Jahren unter Kontrolle sein. Und lauter so Angstmacher. Rein pädagogisch müsste man sagen, nicht sehr wertvoll. Alte Schule. Schulkinder mit Angst und Strafsanktionen gefügig machen. Es ist ja auch typisch. Man sieht ja auch, wie stark oder eben schwach unser Demokratieverständnis ausgeprägt ist. Wenn dieses in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen stark etabliert wäre, dann wäre das nicht möglich. Schweden zeigt uns auf, was Demokratie ist und sollte uns zugleich einfach auch wirklich beschämen, wie stolz und froh viele Österreich wohl auch die Deutschen über diese rigiden und stark einschränkenden Maßnahmen sind. Als Kind und Jugendlicher war ich immer ein sehr, sehr großer Fan von Schweden. Jetzt weiß ich auch warum, auch wenn ich deren Demokratieverständnis auch nicht in allen Fällen teilen möchte. Ja, meine Lieben, zusammenfassend möchte ich jetzt noch sagen, zu spätes Erfassen der Situation in China, daraus resultierende Schnellschussmaßnahmen, man wollte eben auch hier Versäumtes nachholen und hat deshalb noch viel schärfer in der Bresche gehauen bzw. über das Ziel hinaus geschossen und das Ganze eben auf der Basis von relativ unerfahrenen Politikern. Seid's mir nicht böse, aber ein Bundeskanzler, der gerade mal 30 ist, ist unglaublich, welche Karriere ja kurz hingelegt hat. Nur es hieß halt da wirklich noch nicht sehr, sehr viel Background im Hintergrund. Ja? Und dann natürlich Wissenschaftler und verantwortliche Menschen, auch die Medien, alle möchten sich jetzt auf eine gewisse Art und Weise etablieren. Sie möchten zeigen, was sie können. Hey, wir Virologen sind jetzt auch mal da und die Medien sind sowieso immer Gewehr bei Fuß. Ja, so wie natürlich auch eine gehörige Portion Angst, Befürchtungen, die einfach auch alle mitbrachten und das Ganze auf das Volk einfach dann übergestülpt wurde und dieses nicht einmal in wohlwollender, in verständnisvoller, nachvollziehbarer, erklärbarer Art und Weise, sondern in äußerst rigider, autoritärer Form, gekrönt mit Strafen, Anzeigen in unglaublichen Ausmaße. Ja, und das Ganze noch getragen von einem Volk, das selbst aus der Angst heraus alles annimmt und macht, um ja alles richtig zu machen. Diese unglaubliche Angst vor Autoritäten, die da noch vorherrscht. Diese Menschen gehen sogar mit der Gesichtsmaske joggen, auch wenn das nichts bringt. Eher im Gegenteil, die Luft, die wir ausatmen, atmen wir auch wieder ein. Und es ist nicht wirklich sehr gesund. Viele Menschen versuchen, ihre nicht zugelassene Wut einfach auf andere zu übertragen, indem diese Menschen eben andere anzeigen, wenn sich diese nicht genauso korrekt oder überkorrekt verhalten wie sie selber und so weiter und so fort. Also da passieren ganz, ganz viel unglaubliche Dinge. Ja, meine Lieben, ich habe, wie anfangs schon erwähnt, jegliche andere Gründe viel, viele bekannt als sogenannte Verschwörungstheorien außen vor gelassen und man sieht, vieles ist einfach auch rein soziologisch, psychologisch, menschlich absolut nachvollziehbar, warum das Ganze solche Ausmaße angenommen hat. Ja, diese Persönlichkeitsmerkmale wie Bedürfnis nach Anerkennung, gemocht zu werden, gut zu sein, ein toller Typ zu sein, auch leider immer besser sein zu wollen als andere, manchmal auch auf Kosten der anderen, indem ich diesen erniedrige, um mich zu erhöhen. Ja, das sind alles Eigenschaften, die man dem Menschsein als eigen ansehen sollte. Und wenn diese Dinge auf der persönlichen Ebene eben auch aus der Balance geraten, dann zeigt sich das natürlich auch im Außen. Ja, werden wir doch erwachsen als Menschen und als Demokratie und hören wir auf, nur anzuklagen, sondern auch mal hinter die Kulissen der Menschen zu schauen, um wohl auch in ein Verstehen hineinzukommen. Ich meine nicht,
blindes Akzeptieren, sondern zu verstehen, wieso Menschen so sind, wie sie sind. Ich kann versuchen zu verstehen, warum jemand so ist, ohne dass ich das gutheißen muss. Ich kann etwas komplett ablehnen und trotzdem versuchen zu verstehen, warum der oder diejenige eben auch so reagiert. Ja, meine Lieben, das war jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiges Statement von meiner Seite, eben auch auf der psychosoziologischen Sichtweise, warum Menschen eben auch so funktionieren und ticken, wie sie sind. Da wäre noch ein Thema von Abhängigkeit und vielen anderen Dingen auch ganz, ganz wichtig mit hineinzupacken. Das wird wahrscheinlich noch ein weiteres, anderes Video, was eben mit Abhängigkeit zu tun hat, warum Menschen eben Dinge tun, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Aber das wird ein anderes Video. In dem Sinne, hey, bleibt gesund, schaut, dass ihr zentriert bleibt und schaut euch nicht alles an, zieht euch nicht alles rein. Informationen zu haben jetzt in dieser Zeit ist natürlich ein Geschenk. Wir können uns unglaublich viel informieren, aber wir können uns auch total überfrachten damit. Wir können uns jeden Tag stundenlang Infos hineinziehen, die uns dann irgendwann einmal komplett gaga machen. Also schaut auf euch nicht zu viel. Immer wieder schauen, bin ich noch bei mir, bin ich noch, geht es mir vor allem noch gut. In dem Sinne, alles, alles Liebe, bleibt gesund oder werdet gesund, wenn es noch nicht seid. Lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da. Eure Kommentare natürlich wie immer in die Kommentare. Und schaut auf meine Seite, bewusst gesund bei Geo, geosixlebensmut.at. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus, sagt euer Geo.